Beginnen wir mit dem Begriff Al-I'tiqad, da es an erster Stelle erwähnt wird. Dies ist das Glaubensbekenntnis. Al-I'tiqad, der Gemeinschaft, die Allah beschützt und unterstützt. Das Wort Al-I'tiqad ist ein Derivat aus dem Begriff Aqada, bestehend aus dem Ein, Qaf und dem Dal. Das sind die Radikale dieses Wortes. Ein Derivat, das heißt ein abgeleitetes Wort. Al-I'tiqad ist abgeleitet aus dem Begriff Aqada oder Aqida, Aqdan. Das hat linguistisch, rein sprachlich wird es häufig für folgende drei Bedeutungen verwendet. Unter anderem wird es verwendet für den Al-Luzum, das heißt die Verbundenheit einer Sache oder Unzertrennlichkeit. Man sagt zum Beispiel, aqadat mahabbatuhu biqalbi oder so ähnlich. Das heißt, die Liebe zu ihm sitzt im Herzen fest. Sie ist unzertrennlich, hat sich festgehangen an sein Herz. Das ist die erste linguistische Bedeutung, Al-Luzum. Die zweite Bedeutung, die hier auftaucht für dieses Wort und seine Derivate, ist der Al-Ta'akkud, das heißt die Vergewisserung, die Bekräftigung und Bestärkung einer Sache. Man sagt zum Beispiel in der arabischen Sprache, wird ausgesagt, i'taqada al-asalu, i'taqada al-asal. Das heißt, der Honig ist ausgehärtet. Eine weitere Bedeutung dieses Begriffes linguistisch ist der al-istithaq. Al-Istithaq, das heißt die Vergewisserung oder die Verlässlichkeit. Die Verlässlichkeit. Fachlich, also im Sinne, wenn man dieses Wort Al-I'tiqad in der Disziplin der Aqida oder des Ilm al-Tawhid, Ilm usul al-Din, wie das vielleicht auch manchmal in der deutschen Sprache als Theologie bezeichnet wird, hier definieren sie das Wort Al-Aqida verschieden, je nachdem, nach Kontext. Aber unter anderem sagen sie, Al-Aqida oder Al-I'tiqad huwa dhihnu hukmu dhihni al-jazim. Hukmu dhihn al-jazim. Das heißt, die Aqida und der I'tiqad, das wird definiert mit den definitiven, im Geist geschlossenen Urteile, dass etwas ist oder nicht ist. Das heißt, wenn man zu definitiven Entscheidungen und Meinungen kommt, die im Geist des Menschen getroffen werden, die bei ihm unumstößlich sind, dass etwas ist oder nicht ist, das nennt man I'tiqad. Ganz unabhängig davon, ob es der Realität und der Wahrheit entspricht oder nicht. Daher lässt sich dieser I'tiqad dann nochmal in zwei Kategorien einteilen. Und zwar diese Urteile und Meinungen, die sich gebildet haben im Geist des Menschen, entsprechen sie der äußeren Realität, dann handelt es sich hier um die Al-Aqida, Al-Sahiha, die korrekte, authentische Aqida. Widerspricht sie aber der Realität der eigentlichen Wahrheit, dann, also der äußeren Wahrheit. Mit der äußeren Wahrheit meinen wir all das, was sich außerhalb des Geistes des Menschen befindet. Sollte sie diese äußerlichen Realität widersprechen, dann handelt es sich um die Al-Aqida, Al-Batila oder Al-Fasida, also die unkorrekte, falsche Aqida. Wenn man das Wort Al-Aqida aber als eine Disziplin definiert, also als eine Wissenschaft, es ist auch eine Bezeichnung für eine Disziplin, wie der Ilm al-Hadith, die Disziplin des Hadith, Wissenschaft des Hadith, Ilm al-Tafsir und derartiges, dann sagt man folgendes, diese Definition nannte es Safarini,
Er sagt, das ist dann das Wissen über die religiöse Theologie oder die Glaubenssätze, gewonnen aus den manifesten Beweisen. Oder das Wissen über die schariatischen, theologischen Maxime und Prinzipien, welche aus den evidenten Belegen gefolgert wurden. So, das ist die Definition der Al-Aqida oder des I'tiqad im Groben.